Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es den Operator Guide für Zero. Einmal schauen wir uns sein Loadout sowie seine Spezialfähigkeit an und zum Ende gibt es noch ein paar generelle Tipps und Tricks. Wir beginnen mit seinem Loadout. Zero hat 2 Rüstungspunkte und 2 Geschwindigkeitspunkte. Bei den Primärwaffen kann er sich zwischen der MP7 oder der SC-3000K entscheiden. Die MP7 kennen wir bereits, nun ist sie auch erstmal zum Angriff verfügbar und im Gegensatz zu Bandit kann Zero noch den 1,5-fachen Zoom draufpacken. Die SC-3000K ist wiederum komplett neu, die macht 45 Schaden, hat eine Feuerrate von 850 Schuss pro Minute und ein 25-Schuss-Magazin. Der Rückstoß geht in Ordnung, man kann also durchaus den angewickelten Griff spielen, ohne dass die Waffe bis nach Mappen kickt. Bei ihr ist die Visierauswahl ein wenig größer, man kann auch den 2-fachen Zoom ausrüsten. Dazu hat sie das neue Holovisier und auch den neuen Red Dot. Der neue Red Dot ist ganz okay, aber das neue Holovisier, damit kann ich eher nicht so viel anfangen. Auch wenn das Magazin etwas kleiner ist, sind die Stats von dem SC-3000K echt nicht ohne. Genau genommen hat die Waffe den exakt gleichen Schaden und die exakt gleiche Feuerrate wie die AK-12 von Fuse und Ace. Also ich kann ganz klar die SC-3000K empfehlen. Als Sekundärwaffe steht die 5.7 Pistole zur Auswahl. Dazu ist diese standardmäßig mit einem Schalldämpfer ausgerüstet. Und zuletzt zu den extra Gadgets. Da kann Zero entweder eine Claymore mitnehmen oder 2 Splittergranaten. Die Granaten sind einfach extrem stark und man sollte sie in den meisten Fällen der Claymore vorziehen. Speziell, weil man seine Spezialfähigkeit bereits zum Abdecken der Flanks nutzen kann. Und diese schauen wir uns jetzt mal an. Zero kann mit seinem Argus-Werfer bis zu 4 kleine Kameras einsetzen, welche auch einen Taser abfeuern können. So eine Argus-Kamera bohrt sich dabei durch gewisse Oberflächen, darunter zählen softe Wände und Fußböden, Verstärkungen und Holz sowie Kesselbarrikaden. Bei Oberflächen, wo sich die Kamera durchbohrt, kann man mit einem Klick die Sicht der Kamera auf die andere Seite wechseln. Durch Schilde und generell feste Wände bohrt sich die Kamera nicht, da heftet sie wiederum nur an. Zur Orientierung schaut euch am besten die Zielhilfe des Argus-Werfers an. Klappt sich über der Linie noch ein weiteres Symbol aus, wird sich die Kamera durch die Wand bohren und man kann sie auf beiden Seiten bedienen. Ist über der mittleren Linie kein weiteres Symbol zu sehen, wird die Kamera nur an der Wand heften bleiben und man kann die Seite nicht wechseln. Auch eure Mitspieler können die Kameras steuern, selbst wenn sie bereits ausgeschaltet wurden. Jedoch kann nur Zero den Taser abfeuern. Mit dieser Season kommt außerdem ein neues Ping-System hinzu. Ab jetzt könnt ihr in Kameras nicht nur Gegner markieren, sondern ihr könnt auch einzelne Pings setzen. Dabei gibt es nicht nur den normalen gelben Ping auf eine Position, auch Gadgets lassen sich nun hervorheben. Man kann die Kameras nicht wieder aufheben. Sie sind beim Platzieren recht laut und wenn sie gerade von einem anderen Angreifer gesteuert werden, leuchten sie sehr auffällig. Jetzt schauen wir uns nochmal ein wenig den Taser von den Kameras an und wie dieser generell mit anderen Operatoren interagiert. Der Taser macht 5 Schaden, unabhängig von der Anzahl der Rüstungspunkte. Man kann damit elektronische Geräte zerstören, die nicht nochmal extra gepanzert sind. Also zum Beispiel den Schockdraht von Bandit oder auch Bewegungsmelder kriegst du mit dem kaputt. Gegen die Banshees von Melusi zeigt es wiederum keine Wirkung, da die nochmal extra geschützt sind. Das Gadget wird auch nicht kurzzeitig deaktiviert, wie man es zum Beispiel von einer Schockdrohne kennt. Der Taser ist eher mit denen von den Evil Eyes vergleichbar. Mit dem Taser lassen sich auch Mira-Fenster öffnen. Auch die Schilde von Goyo lassen sich mit dem Taser zerstören. Evil Eyes lassen sich nur zerstören, wenn diese bereits geöffnet sind. Gegenüber einem geschlossenen Evil Eye zeigt der Taser keine Wirkung. Natürlich gibt es auch den einen oder anderen Konter. Die Kameras gehen mit einem Schuss kaputt. Sie werden durch den Strom von Bandit und Kaid zerstört. Die Jammer von Mute blockieren die Kameras, sodass man sie nicht mehr bedienen kann, solange der Jammer nicht zerstört wurde. Die ADS von Jäger fangen die Kameras ab und auch die Magnetsysteme von Vamai lenken die Kameras um, aber die Kameras werden nicht zerstört, sondern bleiben tatsächlich heil. Wie auch bei einer Drohne ist Vigil unsichtbar, solange er seine Fähigkeit aktiviert hat. Es gibt aber weiterhin diese weißen Ausschläge am Rand des Bildschirms, wodurch ihr immer wisst, dass er in der Nähe ist, nur die exakte Position ist nicht bekannt. Das waren die Konter gegen Zero, jetzt gibt es noch ein paar Tipps und Tricks. Versucht mit Zero auch mal vertikal vorzugehen. Eventuell fällt die Kamera dadurch weniger auf, da sie sich nicht direkt neben dem Verteidiger befindet und ihr selber seid auf einer sicheren Position. Zum Beispiel kann ich auf Konsulat an den Fenstern von Piano hängen, eine Argus-Kamera in den Fußboden schießen und von dort aus die Elektrokralle von Kite an der Garage zerstören. Ebenfalls funktioniert dies auch wesentlich besser gegen Mira-Fenster, weil die Kamera direkt auf das Fenster zu schießen, wäre viel zu auffällig. Und zuletzt ist dies sehr angenehm, um nach Yokai-Drohnen zu suchen.
Da ihr euch auf derselben Höhe wie die Yokai-Drohne an der Decke befindet, stechen diese etwas mehr hervor und lassen sich schnell ausschalten. Man kann auch versuchen, die Kameras durch Drohnenlöcher zu schießen und bei manchen Wänden kann man sie sogar über die Verstärkungen schießen. Solange die Wand ganz oben noch einen soften Teil hat, könnt ihr dort die Kamera platzieren und zum Beispiel den Schockdraht von Bandit zerstören. Die Jammer von Mute können wiederum zu nah an der Wand platziert werden, die werdet ihr so leider nicht zerstören können. Die Kameras sind eben sehr auffällig, man kann sie gut hören und das Leuchten sticht deutlich heraus. Wenn ihr sie offensiv nutzen wollt, versucht anderweitig für Ablenkung zu sorgen. In diesem Clip zum Beispiel ballert Sophia gleichzeitig noch eine Stun durch das Drohnenloch, damit die Sicht und das Gehör von Smoke eingeschränkt wird und er die Kamera nicht mitbekommt, wodurch ich dann das Mira-Fenster öffnen kann. Nutzt aber auch gerne die Kameras zum Flankwatchen. Einmal habt ihr dann noch eure Drohnen, die ihr bewegen könnt und mit dem Argus-Werfer kommt man an Spots, die man mit einer Drohne nicht erreichen könnte. Mit dem neuen Ping-System müsst ihr dann nicht immer markieren. Wenn eine Person stillsteht, reicht ein Ping auf die entsprechende Position vollkommen aus. Dadurch bekommt der Verteidiger nicht mit, dass seine Position gerade preisgegeben wurde, bewegt sich nicht weg und man kann ihn pre-firen. Insgesamt ist Zero ein durchaus solider Operator. Man kann sehr gut an Informationen kommen, ob nun offensiv oder passiv beim Flankwatch. Dazu kann man die verschiedensten Gadgets aus dem Spiel nehmen und er hat ein gutes Loadout. Speziell die Granaten kann man immer gebrauchen. Wenn man Solo spielt, gibt man sich selber etwas mehr Informationen über das Geschehen. Falls man als Team unterwegs ist, können ausgeschaltete Spieler in die Kameras gehen und Callouts geben. Ein Wermutstropfen ist aber, dass viele Kameras direkt nach dem Platzieren weggeschossen werden, solange die Verteidiger aufmerksam sind. Es ist durchaus möglich, mit ihm Schockdraht und Co. zu zerstören. Er ist für diese Situationen aber nicht die beste Wahl. Dafür hat er aber eben noch andere Stärken. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls dieser Fall war, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.